Herzlich willkommen zusammen zurück hier am Kanal mit einer weiteren Folge Catland Crops Management. Heute werden wir mal schauen, ob es tatsächlich hinhaut mit dem, was wir testen wollten, dass ich jetzt im Herbst schon ausgesät habe und unter 5 Grad die Pflanzen nicht wachsen. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, ob das tatsächlich so ist und wie schnell die ab welcher Temperatur in etwa wachsen. Moment, jetzt habe ich mich verfahren, ich wollte woanders hin. Und dazu werden wir dann immer stufenweise die Zeit vorspulen. Währenddessen müssen wir beobachten, wie weit die Bullen sind. Kann sein, wir müssen zwischendurch mal Bullen verkaufen, weil sie schwer genug sind. Und am 31.12. wollte ich unbedingt dran denken, die Jahresabschlussrechnung zu zeigen, wie das da so ausschaut. So. Jetzt stehen wir hier und, ja, würde ich sagen, schauen wir uns kurz mal das Wetter als erstes an. Das Wetter sagt jetzt so die nächsten Tage, die nächsten 2 unter 5, dann haben wir hier mal über 5, über 5, über 5, über 5, aber hier ist nur wenige Stunden. Nächste Woche wenige Stunden. Ja, das sind 12 Grad, 12 Grad, 10 Grad. Hier wird es dann wieder ein bisschen weniger. Und die Felder an sich. Das Gras müssen wir auch ein bisschen beobachten. Warum bist du noch bei BBCH 80? 88 sogar. Die habe ich doch abgemäht. Wird es vielleicht erst geupdatet, sobald es ein erstes Stückchen wächst? Weil ich habe ja inzwischen schon 1,5 Tage seit dem Mähen vorgespult. Ja, und die anderen Sachen sind alle bei 0. Da, wo er eingesät wurde, frisch. Würde ich sagen, wir machen mal 10 Tage. Ich denke, das ist ein gutes Maß. Und ja, vielleicht spitzen sie ganz leicht raus. Vielleicht ist aber auch noch gar nichts. Ja. Gar nichts. Gar nichts ist hier. Ja, bei den Gräsern hat sich nichts verändert. Hier ist alles noch auf Null. Okay, interessant. Wir können ja mal hier auch... Genau, die ganzen Faktoren hier, die sind auch alle noch wie seit der letzten Ernte. Die wollte ich mir anschauen. 50. Das hat der Wachstumszeitfaktor, hat uns halt ziemlich runtergezogen. Da haben wir Sommerweizen gesät. Da ist sogar, der wurde geupdatet. Der ist jetzt auf normal. Gibt es da Unterschiede zwischen Feld 40 ist Roggen? Roggen wurde nicht geupdatet. Weizen wurde geupdatet. Okay. Da gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen Roggen und Weizen. Vermutlich ist der Weizen vielleicht schon gewachsen und hat 0,1 BBCH oder so. Das zeigt es halt hier nicht an. Die Bullen. Die braucht man noch nicht direkt anschauen. Dann schlafen wir nochmal 10 Tage. Oder machen wir mal 15? Machen 15, weil sonst wird es allzu sehr in die Länge gezogen. Das will ich natürlich auch nicht. Schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Ich sehe immer noch nichts. Ich sehe immer noch nichts. Okay, jetzt wurde das Gras geupdatet. Das ist jetzt bei... 20. 20 ist so immer die Stufe, wo es beginnt zu wachsen, wenn es gemäht wurde. Und dann wächst es, genau. Ja, kein Update. Wachstumszeitfaktor ist jetzt hier auf Feld 18. Ah, da ist gar nichts eingesät, deshalb ist er dabei über 100.
22 ist auch nichts gesät. 19 wäre was gesät. Ja, aber normales Wachstum, das ist sehr positiv. Gut. Jetzt möchte ich aber tatsächlich kurz mal nach den Bullen schauen. Und zwar Gewicht. Gewicht. So, 4 Stück haben wir zu verkaufen. Ja, komm, mach mal noch 15 Tage und dann verkaufen wir uns unsere 6 Bullen. Die dann das Maximalgewicht, also ab 700 Kilo bekommt man das, den Maximalpreis pro Kilo. Daher möchte ich da an diesem Zeitpunkt auch verkaufen. Wie schaut denn das Wetter aus die nächsten Tage? Aktuell haben wir... Ja, ui, nachts ist sogar wärmer wie tags. Ist halt Winter, je nachdem. Aber es sind immer noch so maximal 10 Grad. Großteils wirklich unter 5 Grad. 7.12. genau, das passt. Dann schlafen wir nochmal. Ja, wenn ich jetzt die Bullen verkaufe, dann wird es so ein bisschen zweigeteilt. Dann machen wir jetzt diese Folge, den Anfang, und nächste Folge schauen wir uns das Wachstum dann weiter an. Denn ich möchte das ja schon vollumfänglich beobachten. Hier ist tatsächlich aber der Wachstumszeitfaktor beim Gras noch auf sehr schnell, also 50%. Ich hoffe, der ändert sich noch. Und prinzipiell ist aber hier Roggen und Weizen überall noch nichts aufgegangen. Also hier ist Roggen, hinter uns ist Weizen. Hier drüben am Hang rechts von mir. Da schaut auch noch nichts raus. Und dann schauen wir kurz beim Gras oben vorbei, wie ich dort ausschaut, und dann würde ich sagen, hängen wir einen Hänger an und fahren die Bullen fort. Ja, da ist nichts gewachsen. Am Gras jetzt, ja, ist aber ziemlich fleckig, so wie das ausschaut hier. Ah ne, das ist, weil da noch ein bisschen was liegt. Okay, das wächst tatsächlich schon ganz, ganz leicht. Ja, aber das ist auch normal so. Von dem her, aktuell, ich hatte ja überlegt, vor der Aussaat, ist es vielleicht doch schon zu früh, jetzt mit der Aussaat von Roggen zu beginnen? Aber normalerweise, wenn man im Herbst aussät, dann ist es ja so, dass die Pflanzen im Herbst schon anfangen wachsen. Also kurz aus dem Boden rausschauen. Und dann wird es kalt und dann bleiben sie so bei 5 cm Größe stehen, den ganzen Winter über. Und im Frühjahr gehen sie dann richtig los. Ich tendiere aktuell sogar fast eher dazu zu sagen, vielleicht haben wir 3 Wochen zu spät gesät. Da müssen wir uns mal beobachten, wie das jetzt wird. Es kann sich ja durchaus noch positiv weiterentwickeln. Also es ist schon mal positiv aus meiner Sicht. Hallo Sally. Und ja. Jetzt tun wir aber erstmal 6 Bullen verkaufen. Oh. Da steht ja ein anderer Anhänger. Müssen wir den erstmal wegfahren hier. Bei. Komm, wir machen das anders. Wir stallen die Bullen kurz um. Gewicht. Genau. Und zwar verlade ich die jetzt auf die Weide. Und dann kann ich an die Weide fahren
und kann die aus der Weide rausholen. So, es müssten da 6 Stück sein. Wir können beim Händler nochmal nach Preis schauen. Dass wir dann gleich 6 Stück auf dem Rückweg mitnehmen. 3, 4, 5, 6. So, schnell hier den Anhänger wieder anhängen. Da stehen sie schon. Und dann können wir mal schauen, wie viel das wir da an Einnahmen generieren können jetzt durch die Bullen. Sind schon stattlich. Wir können sie dann auch gleich mal vergleichen, wenn wir sie abgeladen haben, wie die neuen im Verhältnis zu den alten ausschauen. Ob man da optisch auch die Masse erkennen kann, die jetzt inzwischen zugelegt haben. Rein, wenn wir hier in Anhänger reinschauen. Ah, das sehe ich nichts. Nee. Da hat sich leider nicht wirklich was verändert. Können wir kurz nochmal hier reinschauen? Bestand. Moment, Gewicht. So. Stall, Trailer. Ja. Genau, der ist jetzt 2646 wert, der Knut. Ich habe mir irgendwann mal die Einkaufspreise aufgeschrieben, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Alle sind so 2600 wert. Wir können bald schon die nächsten 6 verkaufen. Und beim Händler kaufen wir die ja ein so für maximal 800. Das heißt, einmal so rechnet, wir haben ja nur 1800 Gewinn. Wenn es interessiert, wie viel wir für das ganze Futter bezahlen, da habe ich eine extra Folge dazu gemacht. Wenn ich dran denke, werde ich die oben in der Ecke verlinken. Die könnt ihr euch mal anschauen, da habe ich berechnet, wie viel das ich an Einnahmen hätte, wenn ich die Silage oder das Häckselgut woanders verkaufen würde. Und habe das dann noch von den 1800 abgezogen. Und habe dann Preis ermittelt, wie viel pro Tag mir so ein Bulle einbringt, glaube ich. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt. Und da hatte ich halt auch festgestellt, ja, die Bullen, die lohnen sich auf alle Fälle. Die lohnen sich bei weitem mehr wie die Biogasanlage hier in Catland Crops. Das ist mal wichtig zu wissen für alle Neulinge. Ja. Und dann, wenn ich es richtig gesehen habe, können wir sogar... Na, es sind nur noch 8 Tage. Wie macht man das? Rein von der Bilanz her wird es Sinn machen, wenn ich dieses Jahr am 31. nochmal eine Ladung Bullen verkaufe. Vielleicht spulen wir genau auf den 31. vor. Und wenn es passt, dann verkaufen wir nochmal eine Ladung Bullen. Das muss ich mir noch überlegen. Weil ansonsten, wir haben vergessen, Getreide zu verkaufen diese Saison. Das sind jetzt die ersten Bullen, die wir verkaufen. Das heißt, wir haben ziemlich viel Ausgaben schon wieder gehabt, was ich eigentlich nicht haben wollte. Und relativ wenig Einnahmen. Und da sind wir auch schon beim Tierhändler angekommen. Die Fertigen müssen jetzt hier vorne in diese Bucht reinfahren. So. Ui.
Ja, das passt. Sagen wir Stadt. Ich hoffe, die bleiben ein bisschen da und verschwinden nicht gleich. Ja. Falsch gedacht. Alle direkt weg. Okay, alles klar. Schade drum. Dann fahren wir rüber und laden direkt die neuen, die wir mitnehmen wollen, auf. Auf jeden Fall. Oh, wie viel haben wir jetzt bekommen? 46? 146.000 hatten wir? Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 16.000 bekommen oder so. Kann das sein? So. Laden wir die alle auf. Aber wenn ich mir die so anschaue, also... Es sieht nicht aus, als ob sich hier optisch an den Bullen was ändert, wenn die jetzt jung sind, beziehungsweise dann ausgewachsen. Ich würde sagen, es sieht gleich aus. Gut, da haben wir die jetzt und dann fahren wir die jetzt heim und laden die in den Stall rein. So, mal schauen, in welchen Boxen das wir jetzt Platz gewonnen hatten. Komm her. Den Berg schaffen wir doch hier. Runterschalten. Und da runter. So. Jo. Stellen wir die Ladung jetzt auch ein. Und damit sind wir auch zu Hause angekommen. Jetzt müssen wir die nur noch in den richtigen Stall reinbringen. Ja, natürlich zuerst abladen. Aber das sollte ein leichtes Spiel hier sein. Einmal entladen. Let's go. Habt ihr ein neues Zuhause gefunden hier? Herzlich willkommen am Hof. Zack. Wie die sich halt auch immer schön in Reihe und Glied da dann gleich aufstellen. Gut. Dann müssen wir dich noch in den richtigen Stall schieben. Bestand natürlich. Bei Gewicht müssen die ganz oben sein. Genau. Weiter am Hof verladen. Ich muss jetzt einfach nur die Stelle, die mir vorgeschlagen werden, nutzen. Milen Stahl 6. 1, 1. Na, Donald Hammer. Na, Trump. Na, nicht wirklich. Mein Glück. So. Dann haben die jetzt hier alle ein neues Zuhause. Und dann soll es das für diese Folge auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.